Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 No Rules Projekt. Und ja, wir sind am Arbeiten. Und Philipp ist auf der anderen Insel. Danny tut wieder dreschen. Ja. Und ich fahre jetzt nochmal zurück zum anderen Feld und versuche da noch die restlichen anzusehen, wo noch nicht gekalkt wurde. Wo gekalkt wurde, Entschuldigung. Und ja, hoffen, dass wir das noch fertig kriegen. Ich hoffe, dass wir das Feld noch fertig kriegen vor dem großen Regen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, ich glaube es fast auch. Ja, also ich habe mich ja beim letzten Mal schon verschätzt mit dem Raps, aber vielleicht könnten wir hier mit die 100.000 knacken. Das wäre super. Das wäre echt super. Mal schauen. Direkt mal 2 Punkte geholt, das wär nicht schlecht. Bei? Ja, wenn wir Raps abgeben und Hirse, dann hätten wir 2 Punkte, oder? Kriegen wir nicht 4, wenn wir als erstes Hirse abgeben? Ah, dann stimmt, wir kriegen 4, ja. Dann haben wir 8 Punkte. Wäre top. Wäre mehr als top. Aber wir müssen es ja jetzt trotzdem erstmal in unser Lager fahren, richtig? Wir kommen ja nicht auf die andere Insel rüber. Ja. Nee, das stimmt. Aber da könnten wir dann morgen früh gleich durchstarten. Genau. Wie lang ist die denn jetzt unten? Bis morgens, oder was? Jo. Ja, leider. Dann bis morgen früh um 6. Ja, dann versuchen wir ein paar Missionen oder sowas zu machen. Für die großen Felder dann mit oder so. Ja, das kann bloß dauern. Achso, die ganze Nacht Zeit. So ein kleiner Streifen, den wir jetzt nicht ansehen können, fuck. Ich hätte ja ehrlich gesagt, geh doch einfach an. Lass drauf verzichten. Ja. Ja, oder? Ja, also ich würde sagen, ja. Es ist wirklich nicht viel, also es ist jetzt nicht so, dass wir ein halbes Feld oder was nicht mehr haben, also. Dann hau drauf. Weil der Rest ist ja da und ich sag mal, durch die 70.000, die wir im Lager haben, kriegen wir die 100 auf jeden Fall voll. Auf jeden Fall. Gut, dann sehe ich jetzt hier fertig an und dann fange ich direkt an mit der Spritze drüber zu sehen. Ich würde dir, wenn ich den zweiten Bunker auf den Hänger gemacht habe, mal Bescheid sagen, dass du herkommst. Ja. Um den wegzufahren. Ja. Wir müssen aber auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier bei dem Feld noch die zweite Düngerstufe draufballern, ne? Nachher in der nächsten Wachstumsphase oder so. Ja. Ja, das müssten wir, eigentlich müssten wir das schaffen mit der Düngerstufe. Wenn die Brücke runter geht, dann müssen wir uns aber beeilen. Ja. Die Zeit ist jetzt auf 15, ist das richtig? Ja. Ja. Also wenn du willst, könntest du dich jetzt auf den Weg machen, hierher kommen, den Hänger holen. Alles klar. Mich dann nochmal abtanken und dann ist er voll. Ja, ich komm.
das ist eine Bahn mit dem Düngerstreuer, Kalkstreuer, also viel kriegen wir hier nicht verloren, alles gut. Darum wenn, meine wenn, ich wenn, das. wir, wenn wir das nachher düngen und so, dann haben wir mehr davon, als wenn da Kalk drauf ist. Ja. So, ich komme. Jo. Wieder mal. Gibt's das bei Stroh eigentlich auch mit den 100.000 Litern? Ich glaube nicht. Schade. Das ist echt schade. Mal was anderes. Wie ist denn das, wenn wir, wenn man sich Geld sparen würde und zum Beispiel schon mal dann Ferienhaus den Schild. Sind ja auch immer Geld ein, also stündlich. Wäre das eine Idee oder? Das echt? Das, ich weiß aber nicht, wie viel das bringt. Dann müsste man vielleicht vorher erst herausfinden, weil wenn das. Was weiß ich, steht das da nicht bei? Boah, Daddy, jetzt hast du mir aber nichts gemacht gerade. Hab alles unter Kontrolle. Könnte man sich da die Punkte holen und das bringt halt immer noch zusätzlich Geld. Also schreib's mit auf die Testliste. Ja, obwohl, mach ich. Oder wir müssten jetzt eisern sein und das einfach machen, weil wenn die anderen vielleicht spionieren. Die Frage ist, wie teuer ist das? Das was wollten wir das Ferienhaus, ne? Ja. Ich meine, wir können ja auch mal was Kleineres nehmen, was vielleicht am Anfang nicht ganz so teuer ist. Bringt zwar auch nicht so viel Geld. Ach komm, was soll der Geiz? Ich würde sagen. So, Baustelle Ferienhaus. Ferienhaus liegt bei 300.000 und gibt uns 350 Euro die Stunde. Aber wir hätten 4 Punkte. Aber musst du das Land dazu noch kaufen? Das ist jetzt die nächste Frage. Na, wenn es frei platzierbar ist, können wir uns doch das bestimmt auch am Hof hinstellen, oder? Ich kann sagen. Weiß nicht, weil da vorne ist doch. Da ist doch Bauland. Da musst du, glaube ich. Wenn du zur Brücke fährst, ist doch. Da vorne diese Art Parzellen. Mhm. So. Ich muss mal kurz. Irgendwas wird da gerade. Ich glaube, wir wurden versucht ins Wasser zu schubsen. Warum? Ja, Tino steht hier bei der Brücke mit dem Frontlader. Trecker mit Frontlader und ich glaube, ich versuche den Klaas da runter zu schubsen. Sabotage. Sonst müssten wir mal den Schiedsrichter fragen wegen den Ferienhäusern, ob der da schon was weiß. Ja, das. Na, der muss ja eigentlich Bescheid wissen. Ja.
Wenn ich auf der Brücke mein Blitzel mache. Es gibt Spastis und es gibt dich. Und du bist das Highlight des Spackus-Daseins, Alter. Warte kurz. Verpiss dich. Bist du noch da? Piss dich. Wenn du das machst, ne? Was denn? Ohne Scheiß, dann gibt's Krieg. Echt? Dann komm ich. Und denk dran, hier ist No Rules. Mir ist scheißegal, was hier auf mich zukommt. Also parieren haben wir schon. Hau rein. Da kommst du hinter. Ja komm, jetzt tu dich so. Als ob du den ersten Satz jetzt eh nicht benutzen könntest und zweitens kriegst du den auch easy wieder raus. So, sehr schön. Wann geht die Brücke runter? Keine Ahnung, gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn sie runterkommt, warte ab. Ja. Der hat unseren Klaas den ins Wasser geschmissen. Im Ernst jetzt? Ja. Ah ja. Wie war das? Von anderen die Technik dürfen wir nicht anfassen, ne? Ah! Ey, ganz kurz, König. Alter! Was ist denn? Wir haben ja doch ein paar Regeln. Was denn? Wurde nicht gesagt, dass wir sowas nicht machen dürfen? Weil in ich doch andere Höfe gehen und deren Fahrzeuge benutzen dürfen wir nicht, hast du recht. Ja, aber wir haben gesagt, dass wir die Fahrzeuge nicht manipulieren dürfen und da nicht dran rumfug treiben dürfen. Ja, wir dürfen nicht in andere Höfe gehen. Ich glaube, da muss ein Punkt abgezogen werden bei euch. Ah, ja, dann zieh einen Punkt ab. Geh mal zum Schiri und Nee, ohne Scheiß, diesmal nicht. Ich gehe nicht zum Schiri. Ich komme gleich. Ja, du brauchst auch nicht zum Schiri gehen, weil das kein Regelverstoß ist. Ja, sicher war das Regelverstoß. Nein, ich habe da mit meiner Maschine was gemacht. Das okay. Kannst du da gar nicht. Okay. Ja, alles klar. Ich komme gleich. Schönen Tag noch. Ich wünsche dir auch. Ey. Ach so, nee, wird jetzt zum Händler zurückgesetzt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätte er uns ja vielleicht geholfen, aber... Ja, hat er nicht. Ich hab's probiert. Er setzt das am Händler zurück. Der Streuer wenigstens noch am Land geblieben. Ja, der Streuer ist noch auf der Brücke. Nur so eine Zwischenfrage. Ach scheiße. Ja. Was denn? Ich kümmere mich drum. Ja, der Wagen ist noch voll. Ach so. Der steht hier noch so 3 Meter weiter am Acker. Ja, wäre das denn jetzt eine Option oder nicht? Also von mir aus gerne. Ich hätte da, also ich würde es auch gut finden mit dem Ferienhaus. Chefe? Ja. Ja. Dann hol mal einen Schiri rein. Ja. Ich das machen, oder? Nee, warte. Ja. Moin. 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 Wir kaufen jetzt das Ferienhaus. Das gibt Punkte. Eine Frage. Muss das irgendwo hingestellt werden? Auf dem Bauland? Da ist mir nur bekannt, dass hier auf dem Baugebiet auf der mittleren Insel, in Richtung eurer Insel, dort hingestellt werden muss. Dann müssen wir da gleich nochmal kurz was gucken. Und die Fläche müsst ihr scheinbar auch erst noch kaufen. Ja, deswegen ja. Kleinen genau. Augenblick. Gucken, wo das wäre. Wann geht die Brücke wieder runter? Gute Frage. Steht am Schild. Meine steht am Schild. Mehr weiß ich da auch nicht. Okay. Na, wenn sie 18 Uhr hochgegangen sind, denke ich um 6.
Wie sieht's schon aus, Philipp? Können wir jetzt Punkte oder nicht? Moment. Ich bin gerade nicht ganz so. Gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.